Hallo, ich bin Susanne Buhlmann. Ich bin 1978 geboren. Ich darf da nicht beim Geboren schon überlegen. Was ich wirklich spielen möchte, sind Menschen. Jesus geht durch die Wüste und trifft einen alten, weinenden Mann. Einfach jemanden spielen, den es auch wirklich gibt. Ein ganz normaler Mensch, der Probleme hat, der seine Sorgen und Ängste hat, der seine persönlichen kleinen Freuden hat oder die Rechnung bezahlen muss und aufs Klo muss. Und Jesus so zu dem Mann: Ey, alter Mann, was ist los? Warum weinst du? Und der alte Mann: Ich habe meinen einzigen Sohn verloren. Wenn ich spiele, dann gibt es für mich immer irgendwann den Moment, wo ich aufhöre zu spielen, wo ich überhaupt nicht mehr denke, nicht mehr kontrolliere, sondern die Figur einfach bin. Während meiner Schauspielausbildung habe ich oft mich gewundert, warum wir diese oder jene Übung machen, wozu ich das überhaupt brauche. Und hatte nach 4 Jahren auch irgendwie das Gefühl, ich hätte noch viel mehr lernen müssen. Allerdings habe ich dann angefangen zu spielen und habe dann gemerkt, wofür das alles gut war. Ich bin einfach kein Theoretiker. Ich muss machen, ich muss spielen, ich muss anfassen, riechen, schmecken. Rote Haare. Es gibt ja doch irgendwie so ein bisschen noch das Klischee, dass rothaarige Frauen irgendwie freizügiger wären oder so. Gut, muss ich mitleben, ne? Kann ich auch. Und Jesus, ja, wie hat er denn ausgesehen? Vielleicht habe ich ihn ja gesehen. Und der alte Mann, also er hat Löcher in den Händen und Füßen. Und Jesus guckt den Mann an und sagt: Vater? Und der Mann: Pinocchio? Auch in der Schauspielschule wurde mir gesagt, ich bin die Frau für den zweiten Blick. Auch das ist, glaube ich, wahr. Das macht aber nichts. Das finde ich gut, das finde ich spannend. Ich schaue auch gerne zweimal hin. Und ich finde, das sollte man auch. Und wenn jemand auf den ersten Blick zu eindeutig ist, dann finde ich es auch schon wieder fast langweilig.